Einen schönen guten Abend. Heute mal nicht wie gewohnt aus dem Aktestudio, sondern live aus dem Krankenhaus. Und das hat auch einen guten Grund, denn heute dreht sich bei uns alles um das Thema Krebs. Wir wollen mit dieser Sendung vor allem eins aufklären und Mut machen. Und wir wollen uns vor allem einem Thema widmen, was extrem wichtig ist. Und das ist die Krebsvorsorge. Und da kommst du ins Spiel, lieber Jochen. Schönen guten Abend. Schön, Hallo. Dass du da bist. Eine Darmspiegelung ist ja per se schon für den einen oder anderen etwas unangenehm. Und du hast uns tatsächlich auch mitgenommen bei dieser Untersuchung mit den Kameras. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Naja, um eben zu zeigen, dass es gar nicht so unangenehm ist. Und das so lassen wir auch weg. Es ist nicht unangenehm und Vorsorgen kann Leben retten. Und da sprechen wir heute drüber und das finde ich ganz wichtig. Vielen Dank und wir sind natürlich gespannt, wie es bei dir innen aussieht oder aussah. Schön gesagt. Die Bilder sehen wir jetzt. Eine Hotelbar in München vor wenigen Tagen. Auf den ersten Blick wirkt es so, als würde sich Moderator Jochen Schropp mit einem alten Bekannten treffen. Doch Dr. Bernd Birkner ist Arzt und wird bereits morgen eine Darmspiegelung bei Jochen durchführen. Ich habe Ihnen was Schönes mitgebracht. Ich habe Ihnen die Kurzlösung und die Langlösung mitgebracht. Okay. Die Rede ist von Abführmitteln, die notwendig sind, um Jochen optimal auf die morgige Untersuchung vorzubereiten. Denn für ein Screening muss der Darm komplett entleert sein. Dazu soll Jochen das erste Medikament noch heute Abend einnehmen. Morgen früh, so gegen 6.30 Uhr, 7 Uhr, nehmen Sie die zweite Flasche, wieder ein Glas Wasser, wieder 1,5 bis 2 Liter stilles Wasser hinterher trinken, sind aber morgen nüchtern. Das heißt, Sie trinken das Ganze auf nüchternen Magen. Jochen Schropp hat sich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden. Denn das Thema Darmspiegelung ist auch heute noch ein Tabu. Der 43-jährige Moderator möchte mit dieser Aktion ein Zeichen setzen. Das Wichtigste bei Krebs ist die Vorsorge. Und dass das alles gar nicht so schlimm ist und gar nicht so wehtut und wichtig für uns alle ist, das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Jetzt wird es für Jochen Zeit, sich in sein Hotelzimmer zurückzuziehen. Aber an Schlafen ist erstmal nicht zu denken. So, ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ich glaube, an meiner Abendplanung wollt ihr nicht teilhaben. Bis morgen. Jochen hält seine Nacht selber mit dem Handy fest. Die Flüssigkeit habe ich jetzt also zu mir genommen. Jetzt heißt es abwarten. Ich habe ja schon mal abgeführt und ich weiß, dass der Körper da dann schon so ein bisschen geschwächt ist, weil man ja eben auch nichts isst. Das ist ja fast so ein bisschen, als würde man anfangen zu fasten. Und weil einem da dann kalt werden kann, habe ich noch eine Thermoskanne mitgenommen, eine kleine Wärmflasche und Brühe. Denn Dr. Birkner hatte mir gesagt, abends nichts Festes mehr essen, aber eine Brühe ist okay. Und dann bin ich gespannt, wie der Abend heute noch so verläuft. Eine Darmspiegelung vor laufender Kamera, damit machte auch schon Hollywood-Star Will Smith Schlagzeilen. Auf seinem YouTube-Kanal nimmt der Megastar seine Follower mit zu der intimen Untersuchung. Doch was spaßig beginnt, ist später lebensrettend für den Man in Black-Darsteller. Denn bei der Untersuchung wurde eine aggressive Vorstufe von Darmkrebs gefunden und Gott sei Dank gleich entfernt. Jochen Schropp hofft am nächsten Morgen vor allem eins, dass bei seiner Darmspiegelung nichts gefunden wird. Der Moderator wirkt so kurz vor dem Eingriff nun doch etwas angespannt. Ich habe gut geschlafen, heute Morgen allerdings um 7 ging es ja raus, dann die zweite Portion genommen. Da war ich dann schon ganz schön geschwächt. Ich habe mich dann zwischendrin noch mal hingelegt und immer wenn es eben dann gedrückt hat und die Toilette gerufen hat, bin ich dann noch mal aufgestanden. Also ich muss sagen, ich freue mich, wenn es jetzt vorbei ist, ich eine Tasse Kaffee bekomme und was zu essen. Angekommen in der Praxis von Dr. Bernd Birkner wird es für ihn langsam ernst. Guten Tag. Hallo, grüße Gott, Herr Schropp. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ja, heute für eine Darmspiegelung. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, ist alles nicht so schlimm. Haben Sie noch Fragen dazu? Eigentlich nicht. Für Jochen Schropp ist es nicht die erste Darmspiegelung. Für ihn ist Vorsorge ein sehr wichtiges Thema. Auch deshalb, weil er seinen Vater an Krebs verloren hat. Der Leidensweg meines Vaters hat mich eigentlich dann erst mitgenommen, als ich ihn wirklich in den Tod begleitet habe und die letzten 14 Tage eben zu Hause war. Ich war natürlich auch zwischendrin mal zu Hause und habe gemerkt, wie schlecht es ihm geht, wie er sein Wesen verändert, wie er seine Charaktereigenschaften, die ihn zu so einem positiven Menschen eigentlich gemacht haben, flöten gingen. Und
Na, genau deswegen ist mir Vorsorge eben auch so wichtig. Natürlich muss man, wenn man eine Darmspiegelung macht oder teilweise andere Krebsvorsorgeuntersuchungen, ein bisschen zurückstecken. Man darf vielleicht 24 Stunden nicht wirklich Nahrung zu sich nehmen und muss abführen, was nicht immer sehr angenehm ist, aber es ist weitaus angenehmer, als dann eben irgendwann die Diagnose Krebs zu bekommen und dann halt diesen ganzen Leidensweg gehen zu müssen. Jährlich sterben in Deutschland 25.000 Menschen an Darmkrebs. Eine sogenannte stille Krankheit, da es oft keine Warnzeichen gibt. Umso wichtiger ist die regelmäßige Vorsorge. Wir selbst haben Daten erhoben, aus denen ersichtlich ist, dass durch die Darmspiegelung in den letzten 20 Jahren mehr als 100.000 Betroffene, die Darmkrebs bekommen hätten, diesen nicht bekommen haben. Wir haben damit Darmkrebs in dieser Personengruppe von weit mehr als 100.000 Menschen verhindert. Für Jochen ein Grund mehr, die Untersuchung durchzuziehen. Bevor die Darmspiegelung beginnt, versetzt ihn der Narkosearzt in eine Art Dämmerschlaf. Wir haben was Schönes für Sie vorbereitet. Jetzt ist die Zeit, wo man sich einen schönen Traum überlegen kann. Okay? Sobald Jochen eingeschlafen ist, beginnt Dr. Birkner mit der Untersuchung. Eine Darmspiegelung dauert in der Regel ca. 20 Minuten. Das, was wir jetzt machen, das ist das Fädeln. Das Auffädeln des Darms über das Koloskop. So, jetzt sind wir schon da. Das ist jetzt das Ende des Dickdarms. Jetzt kann Dr. Birkner mit der eigentlichen Untersuchung beginnen. Eine Darmspiegelung kostet ca. 650 Euro. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten bei Männern ab 50 Jahren und bei Frauen ab 55 Jahren. Früher zahlt die Kasse nicht. Auch nicht, wenn ein familiäres Risiko besteht, so wie bei Jochen Schropp. Bei ihm scheint aber alles bisher unauffällig zu sein. Alles gut, nichts Verdächtiges? Bis jetzt alles okay. Darmkrebs zählt, neben Brust- und Prostatakrebs, zu den drei häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Jährlich erkranken rund 60.000 Menschen. Risikofaktoren sind Übergewicht, regelmäßiger Tabak- und Alkoholkonsum sowie eine gewisse familiäre Vorbelastung. Das bedeutet, dass mindestens ein erstgradig oder zweitgradig Verwandter in der Familie von Darmkrebs betroffen ist. Und für diese Gruppe gilt ein erhöhtes Risiko, etwa vierfach erhöht gegenüber der Normalbevölkerung. Ärzte empfehlen bei Patienten ab 50 alle 10 Jahre eine Darmspiegelung. Risikopatienten sollten öfter zur Vorsorge gehen. Dr. Birkner ist noch immer hochkonzentriert. Er nimmt bei der Untersuchung drei Faktoren unter die Lupe. Farbe, rosa-rot, Gefäße, das ist das, was Sie hier sehen. Die Gefäße, die da durchschimmern, zeigen, dass die Schleimhaut intakt ist. Und Vorwölbungen, pathologische Vorwölbungen, die sogenannten Polypen. Diese Polypen können sich zu Darmkrebs entwickeln. Deshalb ist es sehr wichtig, sie rechtzeitig zu erkennen. Knapp 20 Minuten später ist Dr. Birkner fertig mit der Untersuchung. Ready. Alles gut gegangen, nichts passiert. Und alles okay. Das heißt, Herr Schropp ist völlig gesund? Darmgesund, ganz wichtig. Tolle Neuigkeiten für seinen prominenten Patienten, der langsam wieder zu sich kommt. Haben Sie gut geschlafen? Sehr gut. Na, das freut mich doch. Jetzt ist es an Dr. Birkner, Jochen die Ergebnisse der Untersuchung mitzuteilen. Es ist kein Befund, der in irgendeiner Form beunruhigend sein müsste. Es ist alles perfekt. Sie haben einen gesunden, anatomisch gesunden Darm. Okay. Polypen? Keine. Toll. Jochen ist sichtlich erleichtert. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch in der Vergangenheit immer mal wieder Magen-Darm-Probleme hatte. Ich habe auch schon mehrfach eine Darmsanierung gemacht. Deswegen bin ich am meisten natürlich froh, dass nichts gefunden wurde, aber dass auch keine Entzündungshemmende im Darm sind. Nee, bin sehr glücklich. Ja. Zur Belohnung bekommt der Moderator jetzt endlich seinen wohlverdienten Kaffee. Zeit, ein Fazit zu ziehen. Ich fühle mich sehr gut. Ich glaube, die Narkose wirkt noch so ein bisschen, aber ich fühle mich relativ klar, einfach nur so sehr entspannt, sehr, sehr entspannt. Ich habe überhaupt keine Schmerzen, im Gegensatz zu meiner ersten Darmspiegelung, wo ich ja schon gemerkt habe, dass in meinem Darm so ein bisschen rumgestochert wurde, muss ich sagen, hat Dr. Birkner das grandios gemacht. Also ich fühle mich wie vorher nur entspannter.
Jochen Schropps intimer Einblick hat gezeigt, die Angst vor einer Darmspiegelung ist in den allermeisten Fällen vollkommen unbegründet. Denn die Vorsorgeuntersuchung rettet Leben, bei dieser Krankheit mehr denn je. Hast du dich schon mal so gesehen aus der Narkose aufwachend? Ja, wir haben gerade viel gelacht, muss man sagen. Du, ich schlafe noch nicht mal im Flieger oder im Zug, weil mir das immer unangenehm ist, wenn der Mund so aufgeht. Na, aber klar, wir haben weil ja gerade sich die Gesichtsmuskeln so entspannen. Ja, aber der Anästhesist hat die ganze Zeit meinen Mund gehalten, damit ich nicht so blöd aussah. Mhm. Ja, fand ich ganz süß. Nein, aber man hat ja gesehen, ich habe ja, glaube ich, eine Minute danach schon wieder Interviews gegeben und man fühlt sich danach natürlich so ein bisschen bedämmert, aber dass man da irgendwie jetzt so klar und deutlich reden kann, zeigt ja, wie schnell man wieder fit ist. Was kannst du den Menschen draußen sagen, die vielleicht in Planung haben, eine Vorsorgeuntersuchung zu machen, aber sich final einfach noch nicht wirklich trauen? Machen Sie's. Oh, da ist meine Kamera. Machen Sie's. Nein, ist super wichtig, denn man geht ja auch zum Zahnarzt und wartet nicht, bis irgendein Zahn abfault. Also ich finde, das muss einfach dazugehören. Man muss es im Kopf haben. Es ist ja auch wirklich nicht schwer. Ja? Man stellt die Ernährung ein bisschen um. Man ist relativ schnell wieder fit und Vorsorge kann Leben retten. Wir haben es gerade bei Micky Krause mitbekommen. Der hat ja auch im Rahmen einer Fernsehsendung eine Vorsorge gemacht. Blasenkrebs wurde festgestellt. Der ist mittlerweile operativ entfernt worden. Insofern, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es ist wirklich nicht unangenehm und es ist kein Problem. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise durch den Darm. Ja, Darmkrebs ist tatsächlich die dritthäufigste Krebsart in Deutschland. Deshalb ist es auch umso wichtiger, diese Krankheit frühzeitig zu erkennen. Neben mir sind jetzt zwei Ärzte, die sich mit dieser Thematik ganz besonders gut auskennen. Dr. Abdel Hafez und Professor Wilhelm. Schönen guten Abend, Herr Dr. Abdel Hafez. Wie oft finden Sie eigentlich bei so einer Untersuchung was? Sehr wichtige Frage. Ich würde sagen, in der Regel finden wir bei jeder vierten Untersuchung 25% finden wir immer was. Mhm. Aber die meisten sind gutartige Schleimhautveränderungen. Sie heißen Adenom. Und das kann man vor Ort einfach abtragen, endoskopisch während der Untersuchung, während dieser Vorsorgeuntersuchung. Wenn etwas komplizierter, größer oder sieht komisch aus oder suspekt aus, dann können wir mit fortgeschrittener Methode das abtragen. Wie groß sind dann die Heilungschancen, wenn man frühzeitig sowas erkennen kann? Wenn man es endoskopisch abtragen kann, was der Kollege gesagt hat, dann ist der Patient eigentlich geheilt. Die Erkrankung ist weg und der Darm ist wieder gesund. Wir finden aber leider bei jedem hundertsten Patienten auch Krebs tatsächlich. Und dann muss operiert werden oder Chemotherapie. Und dann ist die Situation natürlich eine ganz andere. Immer noch sterben in Deutschland etwa 25.000 Menschen jedes Jahr an Krebs, an Darmkrebs. Und deswegen ist es eben genauso wichtig, die Vorsorge zu machen.